Morgen, wir haben heute Samstag. Ich bin total müde, ich bin total K.O. So sehe ich auch aus. ja, heute ist Alexandros Geburtstag. Und ja, wir werden ihn nicht heute feiern, wir werden ihn nächste Woche feiern, dann in der Tobebox mit Kindern, wie letztes Jahr. Aber für heute will ich ihm auch so ein bisschen den Tisch dekorieren. Er schläft jetzt noch, wir haben 8 Uhr morgens. Ich habe ihn extra lange wach bleiben lassen, damit er ein bisschen länger schläft, damit ich ein bisschen Zeit habe, morgens noch alles zu dekorieren. Und jetzt wollte ich von der Bäckerei noch ein paar Brötchen holen, dass wir hier alle schön frühstücken am Tisch. Ja, und ich nehme euch heute mit. Ich schmink mich gleich noch, weil ich sehe schrecklich aus. Bis gleich. So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Just remember where we're going, and remember where we've been. Was zusammengewürfelt, weil hier Teddy und so hatte noch nicht geöffnet, damit ich vom Paw Patrol hier was hole. Und weil ich der Gefahr entgehen wollte, dass Alexandro schon wach ist, wenn ich wiederkomme, habe ich jetzt einfach was von letzten und von vorletzten Jahr zusammengewürfelt. Ich hatte nämlich hier noch die Becher und die Teller von letzten Jahr. Ja, das ist jetzt unser Frühstückstisch, wie gesagt, so ein bisschen zusammengewürfelt. Die eigentliche Party steigt ja nächste Woche. Und ja, jetzt werde ich Alexander mal wecken. Guck mal, passend zum Geburtstagstisch sind jetzt auch Bücher angekommen. Die werde ich jetzt mal auf den Geburtstagstisch mit drauflegen. Einmal das Buch, so viele Beine und Herr Panda und das Bitte. Ich weiß schon, was er sucht. Das ist heute Geburtstag, Schatz. Ja. Guck mal, du sitzt heute hier auf dem Thron. Ja. Haben wir das schön gemacht? Ja. Guck mal, voll am Suchen. Was denn? Zum Lesen. Wieso? Ja, weil wir uns weiterbilden möchten. Wieso? Zwischendurch. Ein Geschenk für dich.
Auspusten. Komm, pusten, alle. Vorsicht, mit den Nasen. Alle. Super. Wow. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja. Mecke. Mecke, Mecke. Alt bist du? 4? Super. Dann darfst du nochmal pusten. Warte, warte. Ich tasse ganz feste. Abmachen, Schatz. Ich bin ein Geschenk. Guck mal, wir haben auch Croissants und Brötchen hat Mama geholt. Und Alexander, möchtest du auch Fleischwurst haben? Ganz frisch vom Metzger. Frisch. Die ist so lecker, probier die mal. Nein. Schatz. Hier. Käse? Ja. Guck mal, Käsebrötchen ist auch warm, Schatz. Da ist auch Käse drauf. Ja. Mhm. Ja, ich würde. Was willst du? Nein, ich würde Käse. Hier. Käse? Danke schön. Danke. Bitte schön. Kann man da pur essen? Ist das immer weiß? Ja. Mhm. Na, gelb. Gelb, ja, nicht weiß. Kannst du mir mal dein Messer geben? Du brauchst noch ein Messer. Diese Mama. Alexandre, was wünschst du dir für Geschenke? Schon wieder? Du hast doch schon eine. Du hast doch schon eine Karrierebahn. Was wünschst du dir denn? Polizeiauto. Polizeiauto? Ein Polizistauto. Polizistauto, okay. Was suchst du? Nissan Polizistauto. Und wünschst du dir auch einen großen Traktor mit Anhänger? Ja. Cool. Und vielleicht auch was von Cars? Ja. Cool. Was wünschst du dir von Cars? Das ist meine, das ist auch meine. Alles deins? Das ist mein. Okay. Was ist die Mama? Fleischwurst. Das ist meine. Da steht auch ein Tuch drauf. Guck mal, Alexander. Hier hast du noch Luftschlangen. Kannst du so pusten. Willst du? Feste. Vorsicht. Dein Glas, Schatzi. Feste. Feste. Noch mehr feste. Super. Das ist noch mehr. Kannst du nicht alleine? Nein. Dann komm, ganz feste. 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 Uiui. Yeah.
Meine Mutter wird jetzt hingehen und die wieder zusammenpuzzeln, damit man das nächstes Jahr wieder aufpassen kann. Kennst du Mütter? Mach das vorsichtig auf, wir können das Geschenkpapier nochmal benutzen. 50 Cent Geschenkpapier. Ich kann mir richtig vorstellen, so 16 Jahre alt, hast du ein Geschenkpapier von SpongeBob vor dir. Sagt dein Kollege, was sagt der hier? Ja, meine Mutter hat das nur vom dritten Geburtstag gemacht. Nein! Nein? Nein. Okay. Ja, Schatz, ich habe auch hier zusammengewürfelt. Erster Geburtstag, zweiter Geburtstag. Ich habe jetzt extra nichts gekauft, weil wir ja in die Turbo-Box fahren nächste Woche. Dann lass ich mir ein bisschen schön machen. Dann haben wir das wenigstens jetzt auch recycelt. Alexander hat gerade seine Geschenke bekommen. Freust du dich, Mausi? Ja. Sind da schöne Sachen? Ein Raktor. Ein was? Ein Raktor und ein Teller. Ein Traktor. Und ein Teller. Und ein Teller. Und das hier? Ein Feuerwehr. Ein Feuerwehrbuch? Ja. Und was ist das, was der Papa da unten hat? Mac. Der Mac? Ja. Von Cars? Krass. Ist ja cool. Das hier? Den Akkuschrauber, Schatz. Hm? Den Akkuschrauber. Den Akkuschrauber? Ja. Oder den? Ja, genau. Komm mal her, Mausi. Deine Taschen. Ja. Da. Mac auch. Ja, Leute, Mac auch. Kann ich das leide? Betroffen. Hä? So. Ich kann das nicht. Doch, kannst du. Guck mal hier. Du musst nur näher. Der leuchtet sogar. Wow, der hat sogar Licht, ne? Scheinwerfer. Der kann Licht machen. Ja. Cool. Hallo. Was hier? Ich komme hier. Ja. Was ist das? Ein Bag. Ja, ein Bag. Muss ein bisschen ziehen. Guck mal, die Aja hat auch Geschenke mitgebracht. Guck mal, Alexandro, die Aja hat auch Geschenke.
Schau mal, welche Zahl ist da drauf? Was ist das? Eins. Eins. Ein vier. Vier. Du bist 4 Jahre alt, ne? Ja. Ella, kann meine Maike? Ella, na, da kann ich dich auch haben. Hier auch gleich nicht. Ich sehe, dass du gleich gehen auf da. Das gut, oder? Aber kein Auto. Hier ist ein Auto. Wir haben genug Autos. Genug Autos, ne? Kann man nicht genug haben. Ja, Papa, dann. Boah! Monster! Cool! Monster Truck! Schön! Oh nee, keine Minions. Guck mal, nix, Samu, komm mal her. Guck mal hier. Socken. Ein Ei. Oh, Alexander, du hast Lippenstift. Na Jens. Oh nein! So, wir waren ja vorhin noch einkaufen und ich habe da noch so einen Kuchen, wie heißt das? Kuchencontainer. Genau, Blechkuchencontainer habe ich noch mitgenommen. Bei Teddy gab es den für 4 Euro. Weil ich Montag den Kindern im Kindergarten noch Schokoladenkuchen machen möchte. Und ja, die Sachen haben wir nochmal mitgebracht. Dann habe ich für den Schokoladenkuchen habe ich Schokolinsen noch gebraucht. Dann hier noch so gefakte Oreo-Kekse. Kuvertüre 2-mal Vollmilch. Ja, da wollte ich mal mit experimentieren. Ich kann euch noch nicht genau sagen, warum ich die gekauft habe. Und hier Kuchenglasur, hallo. Jetzt machen wir Kuchenglasur Kakao. Und für Alex haben wir einen Apfeltee, aber der gehört jetzt hier nicht mit dazu. Der lag hier nur rum. Und hier habe ich noch ein paar Sachen, die ich euch zeigen möchte. Das wollte ich euch jetzt eigentlich nicht zeigen. Was ist das? Seelfarbfänger. Ach genau, das war bei der Limango-Bestellung, war das mit dabei zum Testen. Dann, was haben wir hier noch? Genau, wir testen ja gerade Zewa Wisch und Weg. Und das ist wirklich reißfest. Und man merkt richtig, dass eine Blatt, also ein Blatt von Zewa, entspricht sozusagen 2 Blätter, wenn man dieses günstigere, diese günstigere Küchenrolle nimmt. Also spart man schon, wenn man Zewa kauft. Und dann habe ich hier was zum Testen bekommen von Mark Scrub. Face and Body Scrub Kokos. Bin ich mal gespannt. Meine neuen Haare sind da. Ich habe jetzt eine neue Perücke bestellt, aber die zeige ich euch in einem separaten Video. Dann habe ich hier von Gut Markiert was bekommen. Gut Markiert, da hatten wir letztens auch schon was bestellt. Die haben ja so Etiketten, oh Gott, das ist jetzt gerade laut. Und da kann man sich so ein Babypaket bestellen. Das ist ein Junge oder das ist ein Mädchen. So, und da ist jetzt so einiges mit dabei. Ich fange mal hier mit den Karten an. Ja, das sind halt diese, wie nennt man die? Ich weiß nicht, wie man die nennt, aber ihr wisst, was es ist. Ja, fürs Baby kann man auch so in die für die Fotos so halt neben dem Baby hinlegen. Ich bin jetzt 6 Monate alt. Ich bin 1 Jahr alt. Genau, und so weiter. Jetzt halt diese
Karten, also das kann man auch, ist auch schön zum Verschenken. Dann haben wir hier Bügeletiketten. Die lasse ich jetzt mal so verdeckt, weil da der Name von Alexandro draufsteht und unsere Telefonnummer habe ich noch drauf. Ja, draufdrucken lassen. Genau, sind einmal diese Bügeletiketten. Wie viele Stück sind da drin? Steht nicht drauf. Dann haben wir hier Namensaufkleber. Muss ich auch einmal so machen. Also die kann man sich zusammenstellen, wie man will. Also gibt es verschiedene Motive, verschiedene Schriftarten. Da habe ich jetzt ein Auto genommen bei denen. Den Namen vom Alexandro und unsere Telefonnummer. Und dann haben wir hier Textilaufkleber. Die hatte ich letztens auch schon bestellt. Die sind sehr praktisch. Und da hatte ich genau das gleiche Motiv jetzt genommen. Das ist sein Name, ein Stern und unsere Telefonnummer. Ja, ist auf jeden Fall praktisch. Also braucht man wirklich. Wenn das Kind in den Kindergarten kommt, muss man echt alles markieren. Weil bei uns ist es ja auch der Fall, dass die Tagesmutter den abholt. Und manchmal kriege ich halt eine WhatsApp-Nachricht. Ist das seine Jacke? Sind das seine Schuhe? Weil der Alexandro weiß das selber manchmal auch nicht. Was gehört ihm? Ja, deswegen ist das eine ganz gute Sache. Verlinke ich euch unten in die Infobox. Und dann ist die Brand News Box gekommen. Letztens war das nicht die Brand News Box, die ich euch vorgestellt habe. Ich habe mich versprochen, das war die Genussbox. Und jetzt haben wir die Brand News Box. So, die zeige ich euch jetzt auch einmal im Schnelldurchlauf. Lust auf Lecker ist das Motto. So sieht die Box aus. Ich fange mal an mit dem ersten. Granini schwarze Johannisbeere kostet 1,89. Dann haben wir von Kühne die Gemüsechips mit Sweet Chili verfeinert. Letztens gab es die mit, weiß ich nicht mehr was, mit Paprika, glaube ich. Das ist jetzt mit Sweet Chili, kostet 1,99. Rote Beete, Pastinake und Süßkartoffeln sind drin. Dann haben wir hier von Müllers Mühle rote Linsen, 1,99 €. Dann haben wir hier zwei Riegel von Nature Valley Protein mit Karamell und Nuss. Und einmal Peanut and Chocolate, Protein auch, je Riegel 99 Cent. Dann haben wir hier von Dr. Oetker Vitalis Knusper Pop Müsli. Ah, das wollte ich mir letztens sogar kaufen, weil ich das so, ja, das hat sich halt so lecker angehört hier mit eingebackenem Popcorn. Hört sich irgendwie lecker an. 2,99 €. Dann haben wir von Leibniz Keks und Cream Choco. Leibniz geht immer. 1,79 €. Dann haben wir von Birkel Nudelab Käse Bolognese Soße. 2,69 €. Dann haben wir hier von Bünding Tee mein Matcha, ein Matcha, nicht mein Matcha, ein Matcha Grüntee pur. 6,99 €. Krass, wie teuer Matcha Tee ist. Also mir schmeckt der überhaupt nicht, aber der muss ja nicht schmecken, der ist ja gesund, ne? Und dann gibt es hier von Pickstick Snacks einmal pikante Salami-Snacks, Salami-Sticks und einmal milde Salami-Sticks. Kostet je 1,79 €. Und wie immer gilt, wenn ihr die Box auch bestellen wollt, unten in der Infobox ist der Link. So ihr Lieben, ich verabschiede mich auch von euch, weil mein Akku nur noch 6% anzeigt. Und ja, heute wird auch nicht mehr viel passieren, außer dass heute Dschungelcamp-Finale ist. Yeah. Yeah, Heiko freut sich. Ja, davor kommt noch DSDS. Yeah. Und ich muss morgen arbeiten. Ja. Da freut er sich extremst. Ja, ich muss leider morgen arbeiten. Ich müsste eigentlich heute auch arbeiten, aber ich habe mir heute freigenommen und muss dafür Montag arbeiten. Ich hätte ansonsten erst am Montag frei. Muss jetzt am Montag arbeiten. Also ich habe mir freigenommen wegen Alexandros Geburtstag. Hast du noch was zu sagen, Schatz? Guck mal, wie er sich die Haare geschnitten hat. Ja, und wie schon gesagt, das war jetzt nicht Alexandros hauptsächliche
Geburtstagsparty. Nächste Woche feiern wir hier in der Tobebox mit seinen Freunden. Und er kriegt da auch einen ganz normalen Geburtstagskuchen oder eine Torte, eher gesagt. Deswegen gab es heute nur Donuts zum Frühstück. Und ja, den Kuchen muss ich für den Kindergarten dann morgen Abend machen, nach der Arbeit. Und die Torte mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr hinkriege, die selber zu machen, ob ich das schaffe zeitlich, weil ich jetzt durcharbeite bis nächsten Freitag. Ansonsten eventuell bestellen bei einer Konditorei. Ja, mal schauen. Na gut, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und ich freue mich auf eure Kommentare. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Sag tschüss.